So, guten Morgen, Fachschulgemeinde. Ich habe mir Unterstützung geholt und wollte euch jetzt mal eine ganze klassische Prüfungsroute zeigen. Wie ihr hoffentlich erkennen könnt, wir stehen in einer der Boxen beim TÜV. Hier startet und endet jede Prüfung. Im besten Fall endet sie da mit euch am Steuer. Und wir zeigen euch mal, was da alles in einer Prüfung so von euch gefordert wird, warum ihr eben in den Fahrstunden fehlerfrei fahren müsst, weil es halt sehr komprimiert, sehr viele verschiedene Verkehrsmanöver enthält. Und damit starten wir jetzt mal. Wenn wir hier losfahren, ist es ganz wichtig, habt ihr auch mit eurem Fahrlehrer schon mehrfach trainiert, dass wir den Blinker links anmachen und über die linke Schulter schauen, um auf die Fahrbahn zurückzukommen. Wir sind hier in einer Einbahnstraße. Wir müssen einmal um das TÜV-Gebäude herum. Dementsprechend eben Blinker links, damit wir von der Einfahrt der Einbahnstraße gesehen werden können. Über die linke Schulter, da sehe ich halt, ob Verkehr kommt. Teilweise haben wir eine Kamera, manchmal aber auch nicht. Es geht aber immer darum, dass ihr euch, egal in welchem Auto, vernünftig die Blickführung antrainiert. Und dann starten wir jetzt mal. Wie gesagt, der Blinker links ist eingeschaltet und wir schlagen nicht komplett ein, wir schlagen nur ganz leicht ein und fahren in Ruhe auf die Fahrbahn zurück. Am Tag der Prüfung könnten nämlich rechts und links auch andere Fahrschulen stehen und dann wollen wir halt nicht mit dem Lenkeinschlag gleich einschlagen in die, dann ist die Prüfung nach 5 Sekunden vorbei. Wir fahren in Ruhe auf die Fahrbahn zurück. So, und dann geht es hier einfach einmal ums Gebäude herum. Prüfer sagt auch gerne eben Richtung Ausfahrt. Hier können wir immer wieder bei den Querstraßen gleich nach rechts schauen. Hier gilt zwar rechtlich gesehen kein rechts von links, weil es ein Betriebsgelände ist, aber wir machen das natürlich, weil alle, die vor uns weg sind, die gehen uns gleich an dem kleinen Hang, der kommt, gehen uns nicht so unbedingt auf die Nerven von hinten, wenn die zu dicht auffahren. Also immer hier auch mal den Blick nach rechts werfen und dann fahren wir hier eben in Ruhe herum. Ob ihr jetzt im ersten Gang fahrt oder im zweiten, ist relativ egal. Hauptsache, wir fahren nicht 30 im ersten Gang und sind dann da schon viel zu laut. So, und dann kommt hier das, was ihr mit den Fahrlehrern auch zigmal geübt habt. Ihr müsst in dieser Steigung fast zum Stehen kommen, ganz langsam im ersten Gang hochrollen, damit wir eben hier Fußgänger und Fahrradfahrer, die von rechts und links kreuzen könnten, jederzeit beobachten können. Es geht immer links weiter, dementsprechend fahren wir hier langsam nach oben. Schauen eben nach rechts, ob da was kommt. Da kommt nichts und dann können wir eben in Ruhe auch schön abbiegen. Wir biegen an der Ampel links ab. So, hier habt ihr jetzt gleich ein Beispiel, warum man immer den Schulterblick nach links machen muss. Da ist jetzt gerade jemand mit einem Rasenmäher und dementsprechend schauen wir uns das an. Wir kommen immer gerne im rechten Fahrstreifen direkt aus. Und dann geht es die nächste Ampel rechts weiter. Denkt gleich am Anfang daran, jeder Fahrstreifenwechsel mit Innenspiegel, Außenspiegel und vor allem den Schulterblick zu machen, könnte immer mal im Leben wird's passieren, dass da jemand euch sich schon daneben gequetscht hat und der Prüfer möchte die Schulterblicke einfach immer sehen, gar nicht drüber nachdenken, ob es sinnvoll ist oder nicht. Macht ihn einfach, dann habt ihr mehr Kapazitäten frei, um euch wirklich auf den Verkehr zu konzentrieren. Wir fahren links weiter an der zweiten Ampel.
Jawohl, somit überprüft der Prüfer gleich, ob ihr vernünftige Fahrstreifenwechsel macht. Dann beschäftige ich mich gleich damit, das ist eine Ampel mit Grünpfeil. Das heißt für mich, ich weiß, der Gegenverkehr hat gleich Rot, die Fußgänger haben Rot. Ich kann schon mal einen Blick nach links in die Straße werfen, wo wir ihn abbiegen, was da kommt. Ich sehe eben in dem Fall schon diverse Schilder, aber erstmal biegen wir einfach ab. Wir möchten hier geradeaus fahren in die Straße mit dem Kopfsteinpflaster. Rechts vor links beachtet, wunderbar. Und dann fahre ich hier rein, Blick geht nach oben rechts, 30er-Zone. Sofort müssen bei mir die Alarmglocken angehen, dass es rechts vor links auf mich zukommt. Und dann sehe ich hier eben gefährliche rechts vor links Kreuzung, aber nur von Fahrradfahrern. Das ist schon mal auch ein erstes Zeichen, in welche Straße wir jetzt abbiegen. Wir fahren rechts weiter. Und dann sind wir auch schon in der bekanntesten Einbahnstraße von Duisburg für Prüfung. Wir fahren jetzt links weiter und die Straße ist eben so breit, dass es da nicht viel zu diskutieren gibt. Ihr müsst links stehen, aber einen Meter Platz lassen ungefähr für Fahrradfahrer, die entgegenkommen können. Dann fahre ich hier schön langsam um die Ecke, weil ich nicht durch Häuserwände gucken kann. Und dann, wie ihr seht, ist hier eng. Dementsprechend mache ich das schön langsam im ersten Gang. In der 30er-Zone müsst ihr halt immer wieder erster und zweiter Gang im Wechsel haben. Wir können nicht alles im ersten Gang fahren, das ist viel zu laut und umweltschädlich. Wir können aber auch nicht alles im zweiten Gang fahren, nur weil wir keine Lust haben, ein bisschen runter zu bremsen und den ersten Gang zu benutzen. Und dann fahren wir hier ganz entspannt lang mit 15, 16. Das ist so eng und die Straße ist auch nicht im besten Zustand. Und erst wenn die Straße wieder ein bisschen breiter wird, dann können wir ja halt nochmal in den zweiten Gang kommen. Seid euch dafür nicht zu schade. Und dann geht es rechts weiter. Diese Kurve fahren wir jetzt auch wieder schön langsam, wieder in den ersten Gang. Fahren schön eng rum, gucken, was von der rechten Seite kommt. Und dann können wir uns die nächsten Sachen anschauen. Jetzt müssen wir entscheiden, was gut für uns ist. Im besten Fall fahren wir jetzt hier gleich rechts in diese Lücke rein. Frühestmöglich anhalten, damit wir gleich wieder raus können. So, jetzt stehen wir hier. Dann muss ich wieder mit dem Außen, genau, Blinker und Schulterblick und dann fahre ich hier wieder in Ruhe raus. Großer Tipp für rechts- und Linksecken, schaut nach Straßennamen, wie hier jetzt zum Beispiel. Und jetzt muss ich mich hier zumindest so ein bisschen einordnen, kann dann nach rechts schauen und dann eine Entscheidung treffen. Dieses nach rechts einordnen, das ist in vielen Bereichen nötig, damit der von rechts kommt, eben auch nach links um uns herum abbiegen kann. Jetzt können wir hier das nächste Beispiel nochmal machen. Schön weit nach dem letzten geparkten Auto, ganz weit nach rechts rüberquetschen und langsam an die Ecke ranfahren. Wir können fast gar nichts sehen. Dann muss ich halt zur Not fast stehen bleiben. Erster Gang. Jetzt kann ich eine Entscheidung treffen. Aber wenn jemand kommen würde, dann könnte er auch links um uns herum abbiegen von der rechten Seite. Jetzt sind wir in eine Einbahnstraße gefahren, die zweite Einbahnstraße. Und der Prüfer wird am Ende der Straße mit euch links abbiegen, weil das ja nun mal diese Spezialregel ist, wo wir uns einordnen müssen. Und dann kann ich hier eben ganz in Ruhe im zweiten Gang langfahren. Wenn ich hier 20, 22, 23 fahre, ist das vollkommen in Ordnung. Niemand will permanent von euch Höchstgeschwindigkeit 30 sehen. Lieber vorsichtig sich orientieren und dann geht es links weiter. Da vorne steht jetzt ein silberner PKW als letzter auf der linken Seite. Da fahre ich in diesem Fall jetzt so weit links wie möglich dran. Hier ist es nicht freigegeben für Fahrradfahrer, also kann ich mich schön weit links hinstellen. Dann kann ich nach rechts schauen. Wenn da niemand ist, kann ich auch rausfahren. Und dann ist es ganz wichtig, diese Stelle, diese 50 Meter hier ist mit Gegenverkehr. Wir biegen wieder links ab. Jetzt muss ich mich wieder schön weit nach rechts einordnen, rechts vor links geben. Und dann biege ich mit einem großen Bogen hier in die nächste Einbahnstraße ab.
Wunderbar. Na, und so hat der Prüfer ganz viele Möglichkeiten zu schauen, ob ihr euch richtig einordnet, ob ihr die anderen fahren lassen wollt. Und dann kann ich hier möglichst weit links fahren. Ist ja eine Einbahnstraße und dann kann ich besser in die jeweiligen Straßen nach rechts schauen, für rechts vor links. Jawohl. Und umso besser ich sehen kann, desto schneller kann ich auch fahren. Aber ihr müsst hier eben keine Rennstrecke draus machen. Macht es lieber in Ruhe. Jawohl. So, und dann biegen wir ein weiteres Mal links ab. Auch hier Einbahnstraße und nicht freigegeben für Fahrradfahrer. Hier kann ich mich schön weit nach links hinstellen. Wieder nach rechts gucken, ob da jemand kommt. Und dann fahre ich eben im ersten Gang in Ruhe weiter. Jawohl. Und dann biegen wir die nächste Straße rechts ab. Auch hier lieber langsam fahren im ersten Gang, schön eng fahren. Hier waren wir ja gerade auf der anderen Seite. Und dann eben, wenn ich hier in Ruhe lang fahre, dann kann ich mir auch anschauen, was um die Kurve für geparkte Autos stehen. Jawohl, dann kann ich eben hier kurz zum Stehen kommen. Das ist clever für mich. Im Gegenverkehr ist jemand. Der hat jetzt die Möglichkeit, an uns vorbeizufahren und ich habe freie Bahn. Das ist, wie gesagt, cleveres Fahren. Ich muss nicht rausfinden, ob es hier noch eine Lücke gibt oder nicht. Macht es euch so leicht wie möglich. Und dann können wir hier eben ganz in Ruhe weiterfahren. Wie gesagt, auch hier bloß nicht versuchen, die 30 zu erreichen. Auch hier könnten ja jederzeit von der linken Seite Autos in unsere Straße einfahren. Die müssen ja immer dann gucken, was im Querverkehr ist. Hier kriegen wir jetzt rechts vor links. Da ist es auch ganz wichtig, einfach zu fahren. Und dann kommt hier wieder eine Kreuzung. Wir biegen links ab. Hinter dem Mini auf der rechten Seite versuchen wir uns noch mal ein bisschen nach rechts einzuordnen. Schön langsam fahren, erster Gang. Wir quetschen uns jetzt noch mal rechts rüber, wie ihr seht, wunderbar, und biegen dann trotzdem links ab. Jawohl, ne, weil so kann jetzt zumindest der andere im Verkehr versuchen, an uns vorbeizufahren. Auch hier bleibe ich direkt wieder früh genug stehen, lasse den Gegenverkehr durch. Das ist partnerschaftlich und ich habe meine Ruhe. Danach ist der Verkehr wieder frei. Wenn ich die Zeit habe, blinke ich noch beim wieder rausfahren. Viel wichtiger sind aber die Blicke, dass ihr euch absichert, dass nicht gerade in dem Moment, wo ihr aus so einer Lücke rausfahrt, links neben euch vielleicht ein Fahrradfahrer langkommt oder einer der E-Roller. Also machen wir das hier ganz in Ruhe. So, jetzt haben wir die erste 30er-Zone fast gemeistert. Hier schön in Ruhe fahren. Auch hier fahre ich möglichst mittig, wenn ich keinen Gegenverkehr habe, damit ich auf gar keinen Fall ein Problem mit den Seitenabständen bekomme. Auch hier muss der Prüfer euch nicht unbedingt sagen, wohin er möchte, weil geradeaus ist definitiv ja gesperrt, wie ihr seht. Wir biegen rechts ab. Wir haben hier das Vorfahrtgewehr. Dann machen wir hier auch wieder schön langsam, schauen nach links. Wenn da niemand kommt, fahre ich hier raus und dann muss ich sofort an das nächste Schild denken. So, dann fahren wir bis zur Haltlinie vor, bleiben dort stehen, kommen wirklich zum Stehen, schauen nach links und wenn frei ist, fahren wir gleich los. Kommt jetzt noch jemand? So, und dann ganz, ganz wichtig, jetzt kommt schon wieder die Anfahrt zum TÜV, nicht weil wir jetzt die Prüfung schon beendet haben, sondern weil der Prüfer in dem Fall nochmal am TÜV vorbeifährt. Wir bleiben unbedingt im rechten Fahrstreifen oder falls hier geparkte Autos stehen, fahren wir einmal in den linken, aber ordnen uns danach sofort wieder in den rechten Fahrstreifen ein. Das ist das Doppellinks zum TÜV. Die meisten Prüfer sagen erst ganz spät Bescheid, ungefähr ab hier, aber manche sagen auch früher Bescheid. Fahrt bitte nicht in den linken Fahrstreifen, da können Dinge schief gehen. Und wir biegen jetzt, weil es leicht ist, mit einem großen Bogen nach links ab. Kommen im rechten Fahrstreifen aus und dann sehen wir hier auch gleich, da ist noch ein Bus, da können wir aber einfach dran vorbeifahren.
weil wir haben ja noch sehr geringe Geschwindigkeit. Und dann fahren wir hier weiter geradeaus. Wichtig ist, fahrt die Geschwindigkeiten, die erlaubt sind. Wir fahren weiter geradeaus. Fahrt die Geschwindigkeiten, die erlaubt sind. Oftmals fahrt ihr zu langsam, weil ihr denkt, das würde euch einen Vorteil bringen. Der Prüfer möchte von euch 50 sehen, wenn 50 ist. Er möchte nicht 43 sehen und er möchte nicht 37 sehen. Er möchte natürlich aber auch nicht 55 oder 60 sehen. Ihr dürft aber nicht rumzögern, zeigt ihm die Geschwindigkeiten, die erlaubt sind, weil das ist das, was er einfach überprüfen möchte. An der Ampel fahren wir rechts weiter. So, das ist eine Variante, um zum Kreuz Kaiserberg zu kommen. Hier ist es ganz wichtig, die Schulterblicke zu machen für die Fahrradfahrer. Die kommen hier aus der Unterführung raus, haben gerne mal ja auch ein E-Bike oder ein Pedelec und kommen dann angeschossen, wunderbar in Ruhe abbiegen. Dann gleich die 70 auf der rechten Seite mitgenommen haben und hier vernünftig durchbeschleunigen. Fahrt hier bitte nicht 55, 62. Das möchte der Prüfer nicht sehen. Der Prüfer möchte die Geschwindigkeit sehen und ja, dann müsste man hier halt wieder auf 50 runterbremsen. Aber ihr könnt eben nicht die ganze Zeit irgendwie so langsam durch die Gegend fahren. Diese 50 wurden gemacht, weil hier rechts halt noch so eine sehr kleine Siedlung ist. Anlegerfrei, wie ich hier sehe. Na, da fahre ich dann die 50 und ab dem Schild mit 70 gebe ich aber auch wieder Gas und fahre dann die 70. Wie ihr seht, der LKW vor uns hat sich da nicht so wirklich dran gehalten, weil sonst hätte er nicht diesen riesen Vorsprung. Aber ihr müsst hier die Geschwindigkeiten zeigen. Das ist so ungefähr die Strecke, die außerhalb geschlossener Ortschaften gefahren wird. Mehr kommt da nicht. Und wenn ihr da zu langsam fahrt, dann unterstellt euch der Prüfer Angst oder Taktik. Und all das brauchen wir nicht. 70 fahren haben wir oft genug geübt. Dementsprechend können wir das dem Prüfer auch zeigen. Seid bloß nicht zu vorsichtig. Wir biegen gleich ab Richtung Autobahn. Hier auf den Schildern lesen, wo es dann Richtung Autobahn geht und dann frühestmöglich immer in die Fahrstreifen rein. So, machen wir den Blinker nochmal aus, weil wir nicht in diese Sackgasse möchten. Dann sehen wir hier 30 wegen Rutschgefahr. Und dann hier ganz, ganz wichtig, hier ist Vorfahrt gewähren und wir warten jetzt genau so lange, bis der Verkehr von der linken Seite komplett frei ist. Fahrt bitte nicht in irgendwelche Lücken, wo ihr meint, das können wir schon schaffen, weil wir so gut sind. Der Prüfer möchte Sicherheit sehen. Jetzt sind in dem Fall alle abgebogen und wir fahren wunderbar rein, ordnen uns gleich im linken Fahrstreifen ein, linker Fahrstreifen und dann geht's auf die Autobahn am Kreuz Kaiserberg. Auch hier ganz wichtig, wir haben den grünen Pfeil auf der gegenüberliegenden Straßenseite, heißt, wir können einfach durchfahren, schön großer Bogen und dann fahren wir hier rum und wie wir das immer geübt haben, wir kommen in den dritten Gang und machen dann erstmal keine Schaltvorgänge mehr, außer wir wissen halt, welche Route der Prüfer dann nehmen möchte. Wir fahren in dem Fall auf die A3 Richtung Köln-Düsseldorf. Ganz wichtig, auch hier mit dem Blinker immer zeigen, wo wir hin möchten. Wunderbar, dann wissen alle hinter uns, dass wir jetzt nicht den Fahrstreifen wechseln. Und dann fahre ich hier in Ruhe lang. Und dann auch hier kann ich den Blinker wieder setzen, damit wieder alle wissen, dass wir nach Köln-Düsseldorf möchten. Also Blinker links, dann kann ich hier hochfahren, ich kann ruhig ein bisschen schneller fahren. So, auf Autobahnzubringern gilt erstmal keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Hier haben wir eine kleine Baustelle, Gefahrzeichen 80 für die Baustelle. Merkt euch, wenn die Baustelle vorbei ist, dann ist automatisch wieder die Geschwindigkeit, die vorher war. Da es hier keine andere angezeigt wurde, dürft ihr ab hier vernünftig durchbeschleunigen.
dass ihr nicht zögernd hier hochfahrt. Richtig schön ans Gas gehen. Jetzt dürfen wir auch schalten. Und jetzt kommen wir hoch. Und ganz wichtig, hatte ich in anderen Videos schon, unsere Spur wird die rechte Spur. Und da vorne sind die Kandidaten, die wir gleich überholen wollen, weil hier gleich die A3 ist freigegeben oder ist jetzt schon freigegeben. Deshalb fahren wir jetzt in den linken Fahrstreifen, oder den mittleren, Entschuldigung. Jawohl, schön absichern, am Gas bleiben. Der Vorteil jetzt ist, die LKWs müssen gleich nach rechts rüber, weil sie das Rechtsfahrgebot einhalten müssen. Und wir können im Prinzip im mittleren Fahrstreifen hinterher beschleunigen. Der LKW da vorne, der überholt noch. Dann fahren wir mit genug Abstand hinterher. Das zum Beispiel ist jetzt eine klassische Situation, wo ihr mit dem Prüfer gerne sprechen könnt. Wir müssen nicht in den linken Fahrstreifen noch überfahren. Da ist gerade relativ viel Verkehr. Wir haben aber einen LKW überholt. Hier ist noch der Lieferwagen mit dem Anhänger. Aber wir fahren immer in Duisburg weder von der Autobahn in der Prüfung. Jetzt überholen wir noch den Lieferwagen mit dem Anhänger und dann fahren wir mit genügend Abstand nach hinten in den rechten Fahrstreifen. Das war jetzt eine Situation, die halt sein kann. Dann könnt ihr auch dem Prüfer sagen, ich würde Ihnen gerne noch mehr Überholmanöver zeigen, aber aufgrund der Verkehrslage habe ich mich dagegen entschieden. Dann fahren wir dem LKW hinterher hier vorne. Wir sind fertig mit dem Überholvorgang, 1000 Meter vor der Abfahrt. Und dann können wir hier ganz in Ruhe mit genug Sicherheitsabstand halt hinterherfahren. Ab der 300 Meter Barke blinken wir dann. Und wenn wir abgefahren sind, dann kümmern wir uns um die Schaltvorgänge. Wie geübt, abfahren, leicht bremsen, dritten Gang einlegen und dann die Kupplung lösen. Noch am Gas bleiben eben, und weil das reicht auf jeden Fall, wenn wir das auf der Ausfahrt erledigen. Mit Schulterblick fahren wir runter. So, und dann wird der dritte Gang eingelegt, die Kupplung gelöst. Die Motorbremse hilft uns, den Wagen zu verlangsamen und Stabilität in der Kurve. Und dann kommt etwas, was mir relativ häufig aufgefallen ist hier, wenn wir die Autobahn verlassen. Wir fahren rechts weiter. Ordnet euch schön weit rechts ein. Hier können zwei Autos nebeneinander stehen, der eine, der links abbiegen will und der andere, der rechts abbiegen will. Auch hier Vorfahrt gewähren. Schön in Ruhe ranfahren, lieber den ersten Gang nehmen und sich danach vortasten, schön eingeordnet gucken. Wenn dann von der linken Seite nichts kommt, können wir eben auch gleich durchfahren. Jetzt kommt in dem Fall etwas. Auch hier taktisch clever, lieber die Lücke nehmen, die auf jeden Fall klappt, als irgendeine Lücke zu nehmen, die vielleicht klappt. Wenn wir hier abbiegen, Tempo 50, gleich wieder abspeichern. Und dann geht es links weiter an der nächsten Ampel. Dass ihr hier nicht aus Versehen zu schnell fahrt. Wir sind hier außerhalb geschlossener Ortschaften. Theoretisch dürften wir ja halt 100 fahren, aber eben die Stadt Duisburg hat gesagt, das ist nur eine Querschwange zwischen Duisburg-Neudorf und Duisburg-Bissingheim. Hier ist die 50 auf jeden Fall angebracht. Hier eben zusammenreißen, die 50 fahren berghoch und dann eben daran denken, bergab den Fuß vom Gas zu nehmen oder wenn gelernt, gerne den Tempomat benutzen, dass ihr auf keinen Fall hier eben bergrunter am Gas bleibt wie berghoch und dann seid ihr nicht ganz schnell bei 60, 65 und dann muss jeder Fahrlehrer in eurer Prüfung dann eingreifen, weil es immer um seinen eigenen Führerschein geht.
schön konstant die 50 hier den Berg runterrollen lassen. Dann sehen wir hier auch eben, dass wir wieder innerorts gleich sind, Duisburg-Neudorf. Und das ist so ein bisschen die Strecke, wo ihr euch mal zwischendurch entspannen könnt. Jetzt habt ihr schon relativ viel geleistet in der 30er-Zone am Anfang. Dann Autobahn ist für euch meistens auch so ein bisschen Anspannung. Und jetzt sind es mal 1, 2, 3 Minuten, wo es nur geradeaus geht. Da halt in Ruhe fahren. Schön viele Seitenblicke in die Spiegel zeigen, nach rechts, nach links. Schön locker bleiben, ganz viel atmen. Und halt mal die Strecke nutzen, um ein bisschen zu entspannen. Auch hier im Fahrschulbetrieb und in der Prüfung bitte immer im rechten Fahrstreifen bleiben. Das ist das, was die Prüfer sehen möchten. Wer immer ständig in den linken Fahrstreifen reinfährt, ohne vernünftige Begründung, den lassen die Prüfer dann immer irgendwie die nächste Ampel oder Straße rechts abbiegen, damit ihr immer wieder nochmal einen Fahrstreifenwechsel machen müsst. Also tut euch einen Gefallen, versucht im rechten Fahrstreifen zu sein. Und dann fahren wir an der nächsten Ampel rechts weiter. Auch hier eben verlangsamen, wunderbar. Und dann sehe ich aber auch schon beim Reinfahren, in was für eine Art von Straße ich reinfahre. Jawohl, das mache ich wieder schön langsam. Dann geht der Blick hoch nach rechts. Gefahrzeichen Kinder und 30er-Zone. Also weiß ich sofort wieder, bin wieder im Rechts-vor-Links-Paradies angekommen. Und weil es eine Einbahnstraße ist, rechne ich auf jeden Fall damit, wohin mich der Prüfer schicken wird. Ganz wichtig, wenn wir jetzt hier links abbiegen, dann ist es eine Einbahnstraße. Sollte ein anderer Prüfer geradeaus fahren wollen, dann ist es keine Einbahnstraße mehr, wie ihr an den geparkten Autos sehen könnt. Wir fahren links weiter, also ordnen wir uns auch schön links ein, geben hier rechts vor links und der Fahrradfahrer muss uns fahren lassen und dann können wir hier auch in Ruhe abbiegen, wunderbar. So, dann sind noch Kleinigkeiten in den Prüfungen aufgefallen. Das hier ist einfach nur Straßenverlauf. Ihr braucht nicht blinken nach rechts und nach links. Und jetzt haben wir hier mal was ganz Spannendes, was wir lösen müssen. Auch das kann passieren. Sowas wünscht man euch nicht in der Prüfung. Wir können weiterfahren. In dem Fall wird euch der Prüfer erlauben, über den Bordstein zu fahren. Oder mir. Der wird sagen, Herr Meier, helfen Sie mal. Und wenn er das nicht tun würde, dann würden wir Fahrlehrer dafür euch Partei ergreifen. So, wenn wir das abgesichert machen, alles andere funktioniert ja sowieso nicht. Wir könnten weder vernünftig zurücksetzen, noch weiterhelfen. So, wunderbar. Und dann würdet ihr wieder übernehmen. Ja, das ist mal ein Beispiel dafür, was euch in der 30er-Zone alles begegnen kann. Sollte man hier gar nicht mit rechnen, aber scheinbar gibt es hier eine Firma, die 40 Tonner LKWs hier durchschicken möchte. So, wir fahren links weiter. Auch hier ganz wichtig zu gucken, wo ist die Straße, wo ich rechts vor links gehen muss. Das ist eben die zweite da vorne. Und dann fahre ich hier mit einem schönen Bogen raus. Und dann muss der Blick gleich wieder nach vorne gehen. Da sehe ich Gefahrzeichen Kinder und Sackgasse. Aber auf der rechten Seite ist noch eine Straße. Jetzt fahren wir in die Sackgasse rein. Ich muss hier rechts vor links geben. Und dann fahren wir in diese Sackgasse rein. Das machen wir in den Prüfungen sehr häufig. Weil man hier wunderbar mit euch parken, bremsen und umkehren kann. Wir möchten am Ende in der Wendehammer umkehren. Umkehren hatten wir ja auch schon dann mehrmals geübt. Wir fahren schön langsam im ersten Gang, machen den Blinker links an und versuchen eben in einem Zug durchzufahren. Das ist die leichteste Variante des Umkehren. Wie ihr seht, sollte das jetzt klappen. Und wenn ihr das langsam macht, dann könnt ihr auch hier eben, müsst ihr noch den Schulterblick machen. Könnte ja ein Fahrradfahrer kommen.
und dann können wir das ganz langsam und in Ruhe in einem Zug durchfahren. Wunderbar. Im zweiten Gang geht's nicht. Will auch kein Mensch sehen. Also so ist das Umkehren in dieser Sackgasse am leichtesten. Und dann verlassen wir diesen Ort auch schon wieder. So, und dann fahren wir geradeaus weiter. Hier wieder der Blick für rechts, für links. Wunderbar. Ja, fahrt das schön in Ruhe. Ihr müsst nicht überall zum Stehen kommen, aber ihr müsst halt, was ist die Erwartung des Prüfers, dass ihr jederzeit kupplungs- und bremsbereit seid, falls von der rechten Seite etwas kommt. Auch hier schön langsam ranfahren, dann kann ich früh genug nach rechts rüberschauen. Dann kann ich früh genug eine Entscheidung treffen und wie gesagt, dann darf ich auch relativ zügig an der Kreuzung vorbeifahren. Aber das hängt immer von meiner Möglichkeit ab, vernünftig in die rechte Straße reinzugucken. Auch hier lasst euch nicht verleiten, zu schnell zu fahren, denn da kommen die berühmten Stoppschilder von Duisburg-Neudorf. Bitte haltet an der Haltlinie an. Die Haltlinie ist in diesem Fall auch gleichzeitig die Sichtlinie. Solltet ihr ein bisschen zu früh anhalten, ist nicht schlimm. Nur bitte haltet niemals am Schild an. Dann können wir rechts und links den Querverkehr wunderbar überprüfen und dann zügig die Straße überqueren. Jawohl. Beginn der nächsten 30er-Zone heißt eben diese eine Querstraße, das ist die Kammerstraße, die war Tempo 50. Und jetzt sind wir einfach nur auf der anderen Seite wieder in einer 30er-Zone mit rechts und links angekommen. Machen wir schön langsam. Zur Not schalten wir halt in den ersten Gang. Und dann biegen wir jetzt links ab. Hier ist wieder das Einordnen Einbahnstraße. Und dann haben wir zwei rechts vor links Stellen, die wir beachten müssen. Hier die normale rechte Straße natürlich. Und dann sofort auf der Gegenseite ist jetzt hier auch gleich wieder rechts vor links. Da müsst ihr zumindest reingucken. Da kommt auch ein Fahrradfahrer. Wunderbar. Perfektes Beispiel. Der darf eben fahren und erst dann dürfen wir weiterfahren. Viele beachten das erste rechts vor links ganz normal und machen dann den Blick nicht in die an nächste rechts vor links Ecke. Und dann bei manchen Prüfern gibt es dann wirklich eine gelbe Karte. Die wird auch mündlich verteilt. So im Sinne von: Ich lasse dir die eine Sache durchgehen, aber noch so eine Nummer und dann ist die Prüfung beendet. Und dann fahren wir hier halt weiter geradeaus. 30er-Zone wurde auf der linken Seite beendet. Aber wie ihr seht, beginnt hier gleich die nächste 30er-Zone. Und hier ist es eben ganz, ganz wichtig, dass ihr in den Fahrstunden, gerade auf den Sonderfahrten, ganz viel geübt habt, den rechten Spiegel auch mal mitzunehmen beim Fahren, ohne eben vorne komisch zu lenken, weil hier die Abstände und die Straßen sind sehr eng. Und hier auch ein nächstes Beispiel dafür, wie wir üben. Ihr müsst selber eine Entscheidung fällen. Fahrt ihr geradeaus, seid ihr durchgefallen. Also müsst ihr eine Entscheidung fällen und jawohl, rechts abbiegen ist immer am leichtesten und dann kann ich auch fahren, weil rechts vor links. Jetzt ist hier jemand einfach auf die Straße gelaufen und dann kann ich einfach rechts abbiegen. Schön eng fahren. Wie ihr seht, ist das hier alles sehr unübersichtlich, weil es ja auch noch eine Fußgängerzone ist. Und dann sehe ich wieder, dass es breiter ist. Auch ganz wichtig für den Prüfer, der kann hier so viele schöne Dinge mit euch überprüfen. Rechts ist kein rechts vor links, das ist einfach nur ein abgesenkter Bordstein. Da kann ich einfach dran vorbeifahren und muss hier wieder Ausschau halten nach dem nächsten Straßennamen. Und hier auch stelle ich mich so weit wie möglich nach rechts hin, fahre schön langsam, kann jetzt nach rechts eine Entscheidung treffen und dann fahre ich weiter. Das Einordnen am Ende der Straßen möglichst weit nach rechts.
das ist halt, wie gesagt, immer sehr, sehr wichtig, dass ihr die Bereitschaft zeigt, das zu tun. Weil in den Prüfungen oder wie auch jetzt kommt ja meistens von rechts nicht jemand. Aber am Tag der Prüfung kann es halt sein. Und wenn ihr dann, hier können wir einfach dran vorbeifahren, weil es eine Einbahnstraße ist. Wenn ihr euch nicht richtig schön rechts einordnet und am Tag der Prüfung kommt dann jemand, dann ist es immer Vorfahrt erzwingen, weil er nicht um euch herum kann, wenn er links abbiegen möchte. Also tut euch den Gefallen, am Ende der Straßen immer so weit wie möglich nach rechts. Wunderbar, da kommt auch mal jemand. Links geht's weiter. Entschuldigung, war ein bisschen zu spät. Wieder großer Bogen, Schulterblick nach links. Und dann fahren wir in die nächste enge Straße ein. Auch hier taktisch clever fahren. Wir haben keinen Gegenverkehr. Wir fahren lieber mittig, leicht rechts. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, halt frühestmöglich stehen zu bleiben. Irgendwo, wo der Gegenverkehr vorbeifahren kann. Und dann wirklich stehen bleiben. Alles, was steht, kann nichts kaputt machen. So, und dann soll der andere das am besten für euch regeln. Jawohl, ne, macht es euch da so leicht wie möglich. Und dann fahren wir hier weiter. Schön große Abstände. Bloß nicht zu weit an den rechten Fahrbahn rankommen. Hier stehen die Autos gerne mal schlecht geparkt, wie ihr seht, dass wir da irgendwie ein Problem mit dem rechten Seitenspiegel bekommen. Wir biegen rechts ab. Jawohl, 30er Zone beendet, Vorfahrt gewähren, wunderbar beachtet. Und dann biegen wir an der Ampel gleich links ab. Auch hier eine sehr, sehr schwierige Stelle fürs Linksabbiegen. Hier dürft ihr auf gar keinen Fall gleich in den Gegenverkehr euch einordnen. Aber wir zeigen euch gleich, wie die richtige Linie zu sein hat. Wir sind hier zwischen Neudorf und Düssern. So, jetzt müsst ihr gucken, wo ihr euch einordnet. Der Gegenverkehr muss halt an euch vorbei können. So, und dann großer Bogen fahren und dann können wir hier links abbiegen, Schulterblick machen. So, und das ist eine etwas schwierig konstruierte Kreuzung. Da müsst ihr halt die Fahrlinie finden. Im besten Fall habt ihr jemanden vor euch, der das richtig macht. Aber auch so können wir das in Ruhe lösen. Und dann hier eben genau dem Prüfer wieder zeigen, dass ihr wisst, ist wieder Tempo 50. Und dann wird wieder ein wenig entspannt. Auch hier rausfahren, Schulterblick. Wieder reinfahren, jawohl. Solche Manöver wie gerade kann ich halt nur machen, wenn ich eben immer weiß, was ist rechts und links neben mir oder was ist im Rückspiegel. Kann ich den Fahrstreifen kurz wechseln für die Frau, die die Tür aufmacht, oder muss ich halt wirklich zum Stehen kommen? So, dann kommt die nächste Aufgabe. Wir biegen hinter der Unterführung rechts ab. Hier möchte der Prüfer mit euch eben kontrollieren, wie ihr abbiegt, obwohl ihr noch einen Fahrradstreifen kreuzen müsst. Frühzeitig Blinker rechts, warten, bis die Linie unterbrochen ist, Schulterblick, rüberfahren, jawohl, ganz in Ruhe, und dann biegen wir an der Ampel eben rechts ab. Jawohl. Und denkt euch immer, jede rote Ampel ist euer Freund. Die nimmt nämlich Zeit von der Uhr. Außer eben, wir fahren ständig zu langsam. Dann werden alle Ampeln rot und dann kriegt der Prüfer halt schlechte Laune, weil er weiß, alle anderen Autofahrer erwarten von euch eben die Geschwindigkeiten, die erlaubt sind. Mindestens, wenn die anderen schneller fahren wollen, lasst sie das tun. Nur fahrt nicht aktiv zu langsam. Ihr werdet erleben, dass dann schwierige Überholmanöver mit euch stattfinden, und wenn der andere, der euch überholen will, das an einem falschen Ort zum falschen Zeitpunkt macht,
dann kann das halt zu extremer Gefahr führen. Also fahrt eben in der Prüfung die Geschwindigkeiten, die erlaubt sind. Jawohl, auch hier eben nochmal durchbeschleunigen, auch wenn ihr wisst, was kommt. Die Ampel war nämlich grün, also wollen wir die auch erreichen. Und dann kann ich mich hier jetzt damit beschäftigen, wie schnell wir hier fahren dürfen. 30 km/h, da läuft noch jemand über die Straße, zwar nicht auf dem Fußgängerüberweg, aber daneben. Hier eben ganz in Ruhe, 150 Meter auf der rechten Seite wird mir angezeigt. 30 ist halt Gefahrzeichen Kinder. Da müsst ihr euch orientieren, wo auf der linken Seite die Gefahr vielleicht endet, weil auf der linken Seite ist eine Schule. Und fahrt im besten Fall hier einfach 30 bis zum Ende, bis zum Kreisverkehr, weil ihr braucht jetzt hier nicht, obwohl es jetzt erlaubt wäre, noch mal richtig ans Gas. Vorne am Kreisverkehr müssen wir sowieso wieder abbremsen. Da können wir hier ganz entspannt weiterrollen und uns lieber damit beschäftigen, was uns auf dem Fußgängerüberweg erwartet. Und im Kreisverkehr. Wichtig ist, ihr bleibt entweder vor oder hinter dem Zebrastreifen stehen. Niemals auf dem Zebrastreifen, weil da versperren wir halt den Menschen halt den Überweg. Und dann tun wir uns hier die Ruhe an und fahren erst, wenn wir wirklich eine gute Entscheidung treffen können. So, jetzt können wir dann fahren. Jawohl, sehr gut. Und wir nehmen die dritte Ausfahrt, bitte. Auch hier große Bögen fahren. Auf der inneren Spur haben wir halt nichts zu suchen. Und dann haben wir ganz in Ruhe die Kontrolle, um hier vernünftig rauszulenken. Und dann als Tipp, fahrt wie immer in den rechten Fahrstreifen. Das hat während der Prüfung eigentlich immer nur Vorteile. Und dieser rechte Fahrstreifen, zeige ich euch gleich, der hat definitiv einen Vorteil. Jawohl, ja, vernünftig wieder die 50 erreicht. Und jetzt entsteht der Vorteil, auf der linken Seite das weiße Schild würde mir jetzt sagen, dass der linke Fahrstreifen halt endet und ich müsste noch einen Fahrstreifenwechsel machen. So ist das nicht der Fall und ich kann mich schon jetzt darauf konzentrieren, was denn da gleich kommt. Hier ist halt Höchstgeschwindigkeit 30, Kindergarten Montag bis Freitag 7 bis 17 Uhr für 150 Meter. Hier wird auch gerne geblitzt, jetzt unabhängig von der Prüfung, haltet die 30 ein und dann biegen wir an der Ampel rechts ab. Solltet ihr später im Leben eben geradeaus fahren, müsstet ihr halt, falls ihr die Länge des der Streckenhöchstgeschwindigkeit verpasst habt, einfach nur gucken, was ist auf der anderen Seite von der Kreuzung, da ist nichts. Dementsprechend ist ab der Kreuzung, wenn ihr die überquert habt, definitiv schon wieder 50 km/h. Wir wollen aber eben rechts abbiegen, weil da wartet nochmal eine Kleinigkeit im besten Fall auf euch, die ihr zu beachten habt. Und dann sind wir auch gleich relativ bald wieder beim TÜV zurück. Jawohl, schön in Ruhe abbiegen. Und dann geht der Blick wieder nach oben, 30er Zone.
heißt wieder sofort rechts vor links beachten. Ganz wichtig, eben schön langsam ranfahren. Hier kann man relativ gut reingucken. Dann kann ich jetzt schon entscheiden, dass ich fahren kann. Hier muss ich aber auf jeden Fall wieder mindestens den Blick in die rechte Straße werfen. Bloß nicht einfach an diesen Straßen vorbeifahren. Das sind so die letzten zwei rechts vor links Ecken auf dieser Prüfungsstrecke. So, wunderbar. Dann kann ich auch fahren. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch zusammenreißt und weiter 30 fahrt. Diese Straße wirkt jetzt schon vielleicht wie eine 50er Strecke, aber das Ende der Zone 30 ist erst jetzt links hinter der Brücke. Relativ unscheinbar, die Schilder sind generell relativ unscheinbar. Hier jetzt auf der linken Seite ist die 30er Zone beendet und dementsprechend kann ich ab hier jetzt wieder normal beschleunigen. Wir fahren weiter geradeaus. Und auch hier muss der Prüfer, will jetzt von euch nicht unbedingt hier die 50 sehen, weil es ist ja Baustelle und Einbahnstraße und alles so ein bisschen unübersichtlich. Aber das hier eben zeigt, ich weiß, die 30er Zone ist beendet und dann fahrt ihr irgendwas mit 40 km/h. Dann habt ihr jetzt fast alles gelöst, was der Prüfer jetzt noch sehen will. Und dann machen wir uns eben auf den Weg zurück Richtung TÜV. Schön in Ruhe fahren und dann fahren wir an der nächsten Ampel, fahren wir rechts weiter. Auch hier eben wieder mit Schulterblick die Fußgänger beachten, schön eng einlenken, schauen, was hinter der Brücke ist. So, dann sehe ich, ist alles frei. Dann kann ich eben auch wieder ganz normal beschleunigen. Den Kreisverkehr verlassen wir an der zweiten Ausfahrt. Hier ganz in Ruhe schauen, was der Verkehr macht. Kommen jetzt von links ein paar Fahrzeuge. Immer genau sicher sein, dass die auch wirklich den Kreisverkehr verlassen oder eben weiterfahren, dass ihr nicht eine frühzeitige Entscheidung trefft und die dann bereut. Wunderbar gelöst. Und dann wieder mit Schulterblick den Kreisverkehr verlassen und hier dann wieder nochmal vernünftig beschleunigen. Auch hier ist eben Tempo 50. Ihr müsst die 50 natürlich nicht mehr erreichen, aber ihr braucht hier eben auch nicht mit 20, 22 langzuckeln. Und dann biegen wir rechts ab. Vernünftig Vorfahrt gewähren, eingehalten und dann wieder die 70 mitnehmen und eben die 70 auch vernünftig nochmal erreichen. Hier müsst ihr jetzt gucken, wir müssen nicht unbedingt Überholmanöver zeigen, außer es ist super gut zu sehen. Dann bleibt lieber dahinter. Wenn ihr überholen wollt, wie gesagt, ganz wichtig, dass ihr in den dritten Gang schaltet. So, dann richtig Blinker links, richtig ans Gas. Schulterblick rausziehen und wieder Schulterblick und reinziehen. Wunderbar.
War jetzt wunderbar möglich, aber dann eben mit einem kleinen Gang anfangen, um mehr Kraft zu haben und schnellstmöglich die Geschwindigkeit aufzubauen. Und dann kann ich mich wieder auf die nächsten Schilder konzentrieren. Am Schild. Und nach all der ganzen Quälerei, so seid ihr jetzt ganz kurz davor, euch euren Führerschein abzuholen. Bleibt jetzt noch eine sehr schwierige Situation zu lösen. Die kann ich aber definitiv lösen, wenn ich nicht ungeduldig fahre, sondern das Ganze in Ruhe noch die Nerven behalte. Wir biegen an der nächsten Ampel rechts ab. Das ist noch nicht die wirkliche Schwierigkeit. Aber danach... Manche Prüfer sind sehr nett und sagen euch gleich, in welchen Fahrstreifen ihr euch einsortieren sollt. Weil wir hatten ja jetzt gerade auch schon das Thema, ihr sollt immer im Rechtsfahrgebot sein. Manche Prüfer sagen euch hier eben, bitte fahren Sie gleich in den linken Fahrstreifen. Das tun wir jetzt auch gleich. Weil drei Ampeln weiter geht es links zum TÜV. Da kann ich das machen. Dann habe ich es leichter. Hier wieder mit Schulterblick abbiegen. Gleich im linken einsortieren. Der nette Prüfer sagt euch das. Der nicht so nette sagt euch das nicht. Aber ihr dürft es trotzdem tun, wenn ihr wisst, hier vorne, die Prüfung muss gleich mal vorbei sein. Ich fahre jetzt hier schon die ganze Zeit. Dann können wir halt hier gleich im linken Fahrstreifen sein. Da geht es links weiter zum TÜV-Straßenverkehrsamt. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass wir nicht zu ungeduldig sind und irgendwie fahren, weil wir was einschätzen möchten. Wir fahren jetzt definitiv in die Kreuzung ein, weil die Ampel grün ist, aber bleiben hier bitte noch einmal stehen, fahren so weit wie möglich nach vorne, um jetzt abschätzen zu können, was im Gegenverkehr ist. Ich sehe, da ist eine Dame auf dem Fahrrad. Dann haben wir hier andere Autos und jetzt kann ich wahrscheinlich fahren, weil die LKWs auch Richtung TÜV abbiegen. Seid euch hier 1000%ig sicher, dass ihr fahren könnt. Die letzte Kurve zum TÜV. Da wollt ihr nicht noch euren Führerschein verlieren. Und dann geht es wieder rechts weiter. Schön langsam, jawohl, erster Gang. Und dann nehmen wir uns wieder eine der Parklücken auf der linken Seite. So, wunderbar. Und dann, weil die Kamera sonst ausgehen würde, erzähle ich nur, was ihr macht. Ihr nehmt den Gang raus, legt die Handbremse, zieht die Handbremse an und würdet jetzt den Motor ausstellen. Das machen wir jetzt nicht, weil sonst die Kamera ausgeht. Den Motor ausstellen und dann steigt ihr, macht ihr mit der rechten Hand die Tür auf, mit Schulterblick. Und dann habt ihr den Wagen komplett abgesichert und dann sagt euch der Prüfer, dass ihr bestanden habt im besten Fall. Das war jetzt mal so ein Einblick, was in der Prüfung alles drankommen kann. Vielleicht könnt ihr euch die eine oder andere Stelle merken oder erkennt die wieder. Das sind wirklich Strecken, die sehr, sehr häufig gefahren werden. Wir haben jetzt das Parken und die Gefahrbremsung weggelassen, weil da habt ihr keinen richtigen Vorteil. Das könnt ihr euch im Video ja hier nicht ansehen, wie der Kollege das machen würde. Und eine Gefahrbremsung beendet immer wieder die Aufnahme hier. Also, ich hoffe, ihr könnt euch da mal so einen Einblick verschaffen. War jetzt ein bisschen mehr gefahren, als in der Prüfung gemacht wird. Aber ich wollte euch ein paar Stellen zeigen, wo schon Dinge auch mal schief gegangen sind. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Und ich bedanke mich bei meinem Kollegen, der das hier so tapfer, mein Gequatsche, ausgehalten hat. Bis bald!